Hallo Borg Heide, hallo Welt. Da sind wir wieder, da bin ich wieder. Heute bin ich, ja, ich glaube, der Lutze hat keine Lust mehr, der will, glaube ich, gar nicht mehr mitmachen. Oder der Lutze hat Schmerzen und deswegen sitze ich hier. Der Lutze hat nämlich ganz große Schmerzen. Denn wir müssen sein. Du hast den Zettel vergessen. Ja, Mensch, ohne ihn geht's halt nicht. Hallo Borg Heide, hallo Welt, ja doch. Lutze hat Trauer, denn sein Rechner ist nämlich. Des Lutzes Rechner ist nämlich. Ich habe Todesfall in der Familie. Eine Festplatte. Die Festplatte ist verstorben. Deswegen sitzt man hier. Eine so tolle SSD-Festplatte, die ja eigentlich mindestens 80 Jahre halten sollten, die ist kaputt. Halbes Jahr hat sie gehalten. Aber die Daten sind gerettet. Also daran liegt es nicht. Aber es ist natürlich wieder viel Arbeit unterwegs jetzt für den Nutzer, weil der hat keinen Rechner mehr. Und das fängt auch. Na, so ganz so stimmt es nicht. Aber der ist ein bisschen langsam, den ich habe. Na gut. Der schafft das Rendern nicht mehr. Wir zu machen den Themen heute der Woche. Den Zettel hat er vergessen. Schrottsammlung, Feuerwehr Borg Heide. Am 13.10. geht's los. Sie sind hier ganztags unterwegs. Also packt am besten Samstag früh den Schrott raus, hängt einen Zettel dran, dann wissen die Jungs von der Feuerwehr genau, dass es für sie ist. Und dann ist auch die Gefahr nicht so groß, dass sich das irgendwelche anderen Nepper und Schlepper unter den Nagel reißen. Denn das Geld aus dem Erlös für den Schrott kommt der Jugendfeuerwehr, der Jugendarbeit zugute. Korrekt. Übrigens ist es auch die Schrottsammlung der Jugendfeuerwehr. Es ist nicht so, dass die Alten den Schrott für die Jugend sammeln, sondern die Jugend sammelt den Schrott natürlich für sich selbst. Und die bitten darum, dass ab 9 Uhr Samstag der Schrott vor die Tür gestellt wird. Ja. Mit diesem Zettel da dran. Fahrtechnisch werden sie schon durch die Älteren unterstützt. Die sind da mit bei. Genau. So. Ich glaube, meine Frau möchte auch mit in die Sendung. Die macht da hinter der Scheibe so Kasper-Figurchen. Und die können wir gerne, jetzt haut sie ab. Siehst du, so schnell kriegst du Leute weg vom. Ja, und Samstag hatte ich keine Lust. Doch, ich habe tatsächlich vorm Rechner gesessen und auch noch gearbeitet. Da funktionierte der noch am Samstag. Ja. Sonntag war auf einmal Schluss. Und soweit ich weiß, hast du dich im Waldbad schon wieder rumgetrieben, schwimmen gewesen? Ich habe mich im Waldbad rumgetrieben. Bei Temperaturen von unter 25 Grad gehe ich natürlich nicht mehr ins Wasser. Kannst du vergessen. Da war Arbeitseinsatz, denn wie jedes Jahr ist es ja nicht so, dass wir am zweiten Septemberwoche einfach mal so Bad zuschließen und dann verschwinden. Nein, natürlich geht da die Saunasaison los und auch so einige Aufräumarbeiten ringsum und Reinigungsarbeiten machen wir dann natürlich beim Arbeitseinsatz. Wir werden dieses Jahr, glaube ich, noch einen haben, irgendwann im November, wenn noch ein bisschen Laub runtergekommen ist. Aber die Grobreinigung und so ein paar Ausbesserungsarbeiten haben wir schon geschafft. Während wir hier schwatzen, glaube ich, blende ich sogar ein paar Bilder ein. Ich muss ja heute alles selber machen. Der Lutze kann ja nicht, deswegen, ne? Muss ich arbeiten. Mir geht's gut heute. Ich brauche heute nichts machen. Ich bin dran. Und genau, das war der Arbeitseinsatz dieses Jahr. Ja. Einer kommt noch, natürlich Waldbad. Jetzt am kommenden Mittwoch, am 8. Falls sich noch jemand an den Ständen Vereine beteiligen möchten, jetzt am 8.10. ist übrigens 18 Uhr im Schwimmbad die erste Vorbereitungsveranstaltung und es sollte auch von jedem Verein und von jedem Teilnehmer jemand da sein, weil wer am 8.10. nicht da ist, der wird es auch ganz schwer haben, am 15. Dezember zum Weihnachtsmarkt dort einen Stand zu haben. Also jetzt ist wirklich die erste Veranstaltung dazu. Wir haben immer einen guten Stand, sogar außerhalb der Weihnachtszeit. Wir stehen immer gut da. Genau. So, und Sonntag? Sonntag ist nicht nur meine Festplatte abgekackt, sondern ich hatte Pech und konnte leider nicht zum BSV 90, zu diesem Wahnsinns-Fight. Du warst da. Ja, ich war da, ist doch ganz klar. Also pass auf, wenn du da bist, spielen die ganz knapp, so ein 4:3 oder so. Und immer wenn du nicht da bist, dann machen die dazu richtig 8-0 Rennen. Also jetzt könnt ihr euch aussuchen, wen ihr beim nächsten Spiel dabei haben wollt. Na, BSV 90 natürlich. Ja, natürlich. Wir laufen ja hier auch schon, hier laufen ja die Bilder schon nebenbei. Wir quatschen hier einfach ein bisschen drüber. Genau. Ihr seht hier schon die Tore fallen. Das ging da so am fließenden Band. Ich habe doch einige Tore mitschneiden können. Und auch so die eine oder andere kurze Aufregersituation. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon in Borg Heide News geschrieben. Also Top-Leistung, konzentriert gespielt.
endlich mal Tore geschossen. Den Schiedsrichter seine Arbeit machen lassen, weil der war gut, kann man gar nicht sagen. Der hat aufgepasst, der hat gesehen, was los ist. War alles ganz top eigentlich. Und ich habe die Infos immer live auf mein Smartphone gekriegt, auch wenn ich nicht dabei war, wusste ich, dass da die Luft brennt. Deswegen habe ich auch drei Hände. Fotos machen, filmen und Lutz nebenbei noch die aktuellen Nachrichten schicken. Super Geschichte, Jungs. Ja. Spitzenmäßig. Und am nächsten Sonntag sind sie unterwegs bei Niemek. Da wird gegen den ersten der Tabelle gespielt. Glaube ich so nicht. Ich glaube, es ist ein Tag spielfrei. Das müsste ich jetzt lügen. Das nächste Spiel. Das nächste Spiel ist in Niemek und in 3 Wochen ist wieder zu Hause. Niemek jedenfalls. Und das ist der erste der Tabelle. Und Borkheide steht fest auf dem zweiten Tabellenplatz. Ja, genau. Was betrifft uns noch? Ja, das Thema Windräder rings um Borkheide, Borkwalde, Fichtenwalde, Belitz ist gerade mal wieder ganz akut geworden, da sich das Landesumweltamt, wir machen jetzt die kurze politische Ecke, die machen wir sonst eigentlich nicht, Landesumweltamt hat beschlossen, dass die Windräder jetzt gebaut werden müssen, trotz aller Widrigkeiten und Widersprüche. Ein sehr verzwicktes Thema, wobei sich der, wie heißt der hier, vom Land... Unser Chef vom Land, der Herr Woidke, hat sich ja gerade Anfang September noch ganz großartig mit Themen geschmückt, wie ja, wir müssen darüber reden, wir müssen mit der Bevölkerung reden und wir müssen auch gucken, dass wir in den Wäldern dieses Baurecht rausnehmen. Ich finde es ein bisschen fies, dass sie, bevor sie das Thema angehen, Tatsachen schaffen, muss ich jetzt hier mal so sagen. Und mein Spruch dazu ist, der Hambacher Forst wird noch geschützt vor dem Abbaggern der Braunkohle. Ja. Und hier wird der Wald abgerissen, damit die Windräder drin stehen können. Klasse und Sache. Bei den Temperaturen natürlich Brandenburg, der Versteppung endgültig ausgesetzt ist. Wir reden jetzt mal nur über Klima, über die Tiere und Menschen, die davon betroffen sind. Die Tiere, die aus dem Wald getrieben werden, die Vögel, Fledermäuse, die hier geschreddert werden, scheint in den weit entfernt wohnenden politischen Kreisen keinen zu interessieren. Aber auch Berlin lebt von der Luft dieser Wälder hier. Das Ergebnis wird man in ein paar Jahren spüren, wenn der Wald hier verschwindet. Okay, das dazu. Punkt. Und dann gibt es noch ein Tippidorf, ne? In Borkwalde gibt es ein Tippidorf. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich aus dem Alter rausgewachsen bin und mein Sohn... Ja, man merkt es ja gar nicht. Und unser Sohn auch schon, zieht es uns da so schnell eigentlich nicht hin. Aber am Freitag, dem 12.10. ist dort Herbstfest mit Spielspaß, Kaffeekuchen für die Kinder. Also ab nach Borkwalde mit euren Kindern. Genau, ab 15 Uhr im Tippidorf in Borkwalde. Denn warum kann man die Woche noch raus? Weil ihr merkt es wahrscheinlich, wir sitzen selber draußen, die Temperaturen sind noch angenehm und schon sind wir beim... Wetter. Haben wir gleich hinten dran, wir machen das ja trotzdem durch. Ja, es ist kalt nachts, wir haben Frost. Dunkel. Es schneit demnächst. Hä? So. Achso, das war der andere Schnee. Okay, nein, Matze, dein Wetter. Mein Wetter. Die Temperaturen liegen um 20, 24, 23, 22, 20 Grad die nächsten Tage. Das war so die grobe Vorschau. Leider immer noch wenig Regen. Das heißt ja auch, nur weil es jetzt kälter wird, ist plötzlich nicht mehr, reicht das Wasser trotzdem nicht aus für die Bäume. Und die ersten Stürme sind ja auch schon durchgezogen, wo es auch mal so einen oder anderen Baum irgendwo umgeworfen hat. Das war mehr im Süden von Deutschland. Wenn viel Laub auf den Bäumen ist, geht das natürlich noch schneller mit den ganzen umkippenden Bäumen. Ich hoffe mal, dass es A noch ein bisschen regnet, B, das Laub schneller runterkommt von den Bäumen und wir hier keine Sturm. Aktionen mehr auch im Rahmen der Feuerwehr zu bewältigen haben. Genau. Also es wird noch mal warm die Woche bis zum Wochenende. Ja, noch im zweistelligen Bereich. Also die Nacht gesehen, Nachtfrost durchaus möglich. Ja. Aber das auch nur, wenn wir wenig Wolken haben. So wie die Wolken wieder ein bisschen verstärkt kommen, haben wir auch angenehmere Temperaturen in der Nacht. Okay. Im Groben. Sind wir durch diesmal? Ja. Wollen wir noch irgendwen belabern? Kurz und knapp, wir grüßen euch alle. Wir grüßen. Schöne Woche. Wie immer hier bei Borkheide News TV, euer Matze und euer Lutze. Tschüss. Tschüss.